Hier ist meine Meinung und ich bin Andreas Dorfmann. Schön, dass Sie eingeschaltet haben im Fernsehen, im Web und natürlich auch bei YouTube. Wer ist denn mein heutiger Gast? Ja, es ist ein Gast. Sie sehen es schon. Mein Gast war schon mal in dieser Sendung meine Meinung. Es ist Dr. Klaus-Rüdiger May, Schriftsteller, Radioautor von Deutschlandfunk bis Kontrafunk, Germanist, Historiker und Philosoph. Man kennt ihn auch als Autor unter seinem richtigen Namen und auch unter den Namen Nicolas Lessing und Sebastian Fleming. Willkommen erneut im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Über was wollen wir heute sprechen? Unser Thema in meine Meinung: Krisenzeit, sind Politik und Wirtschaft überfordert, mit einem dicken Fragezeichen. Also Kriege, Krisenherde, die Wirtschaft mit großen Problemen, unter anderem steigende Zahlen bei den Insolvenzen oder bei den Abwanderungen von Unternehmen aus der Bundesrepublik, hohe Energiepreise, unkontrollierte Zuwanderung, misslungene Integration, Angst in Sachen innere Sicherheit sowie ein gefallenes Bildungsniveau. So sieht eine steigende Anzahl von Deutschen in unserem Land, zumindest laut Umfragen, die aktuelle Situation. Doch ist das alles wirklich so oder fühlen die Menschen lediglich eine Schieflage in der Bundesrepublik Deutschland, vor allem im Osten? Herr Dr. May, Sie sind in Staßfurt in Sachsen-Anhalt geboren und leben jetzt im Land Brandenburg in Teltow-Fleming. Am 1. September wählen Thüringen und Sachsen einen neuen Landtag. Am 22. September ist es soweit, dann folgt die Brandenburger Landtagswahl. In allen drei Bundesländern liegt die AfD vorn und das BSW, mit dem Sie sich vor allen Dingen mit Sarah Wagenknecht gerade beschäftigt haben in einem Buch, steigt ebenfalls unaufhörlich in den Umfragen. Was ist los im Osten? Es betrifft ja nicht nur den Osten, also es betrifft ja auch den Westen. Es macht sich nur noch nicht ganz so deutlich. Sie haben auch steigende Werte im Westen nebenbei für die AfD. Also die mehr, dass es allein der Osten ist, stimmt mit Sicherheit nicht. Aber man hat im Osten mit Sicherheit ein höheres Krisenbewusstsein. Man weiß, dass ein Staat nicht für die Ewigkeit gemacht sein muss. Man weiß, ein Staat kann auch untergehen. Man hat das, die Älteren zumindest, erlebt, das Ende der DDR. Und dann haben doch viele Jahre gebraucht, um sich einen neuen Wohlstand aufzubauen. Sie haben gebraucht, um diese, was man so schön oder so euphemistisch Transformationsprozesse nennt, das war ja für viele Leute eine harte Arbeit und eine schwere Zeit. Jetzt haben sie es geschafft. Sie möchten, dass es ihren Kindern besser geht, als es ihnen ergangen ist. Und sie sehen nun das, was sie sich geschaffen haben, das zweite Mal in Frage gestellt durch eine völlig falsche Wirtschaftspolitik und eine völlig falsche Gesellschaftspolitik. Da werden wir gleich nochmal in medias res gehen. Ich komme mal zum Thema Bildungsniveau. Martin Luther und Heiner Müller, das sind große Themen bei Ihnen, mit Ihnen, von Ihnen in Büchern. Und auch der Doktortitel hat ja etwas mit Heiner Müller zu tun. Ja, Deutschland gilt als Land der Dichter und Denker. Ist das denn überhaupt noch so, wenn ich mir zum Beispiel die PISA-Studien der letzten Jahre anschaue? Es ist nicht mehr so. Die beste Zeit für Bildung in Deutschland war übrigens das Deutsche Kaiserreich von 1871 bis 1914. Wir haben in dieser Zeit bis in die 20er Jahre hinein den höchsten Anteil gehabt an Nobelpreisträgern, auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Wir hatten eine ungeheure Technikentwicklung. Man darf daran erinnern, dass ursprünglich dieses Made in Germany gedacht war als Bezeichnung von minderwertigen Waren, was die Engländer ersonnen haben, um die Konkurrenz sich vom Hals zu schaffen. Und das wurde ja geradezu zu einem Siegessymbol der deutschen Wirtschaft und der deutschen Wirtschaftsfähigkeit und Technikfähigkeit. Das ist vorbei. Das ist deswegen vorbei, weil das Bildungssystem seit 1968 permanent zerstört worden ist. Da sind solche Leute wie beispielsweise Frau Esken herkommt, die Erziehung Wissenschaft, die GEW, mit dran schuld. Also Konzepte, die letztendlich nicht auf Wissen, nicht auf Faktizität, auf Erkenntnis gehen, sondern auf Kompetenzen und Gefühligkeit. Also das, was man den Grünen heute oftmals vorwirft, kein Studium beendet oder nicht mal eine Ausbildung gemacht. Sie spielen auf die 68er im Westen an. Ja. Das ist natürlich eine Westgeschichte gewesen, die großen Demonstrationen in West-Berlin oder auch in Westdeutschland, Frankfurt am Main. Joschka Fischer war ja da auch stark involviert, der spätere Außenminister der Bundesrepublik Deutschland bei den Grünen.
Und heute übrigens Unternehmer, sehr erfolgreicher Unternehmer, ne? Berät auch große Unternehmen, die wirklich weltweit operieren. Ja, wie war denn das im Osten? Also wir haben ja jetzt über den Westen gesprochen, wie war denn das im Osten? Den kennen Sie ja im Grunde noch ein bisschen besser. Ja, ich kann es vielleicht andersrum sagen. Und zwar, man sieht in Sachsen beispielsweise, Sachsen führt ja an die Bildung in diesem Land, also wenn man sich den Bildungsmonitor anschaut und die einzelnen Bundesländer vergleicht. Und man sieht natürlich in Sachsen, die stehen sehr weit vorne, aber es hat auch was damit zu tun, dass das leistungsorientierte Schulsystem der DDR dort am längsten noch nachgewirkt hat. Und eine Kommilitonin, die mit mir zusammen studiert hat, sagt jetzt, naja, das wird jetzt anders werden, wenn die letzten Lehrer, die noch in der DDR ausgebildet worden waren, in Rente gehen, dann wird sich das auch verändern. Und man muss auch dazu sagen, Sachsen hat auch verschlafen, dass man mehr Lehrer braucht. Also es gibt zum Beispiel Schulen, Gymnasien, die bieten Kurse an über online und über Internet, also digital, weil sie nicht mehr genügend Lehrer dafür haben. Aber im Osten war es halt so, dass, ich mache es am Geschichtsunterricht mal deutlich, da haben sie wirklich Geschichte gelernt in der Chronologie von den Anfängen bis heute. Und wenn ich das bei meiner Tochter sehe, dann hat sie im Geschichtsunterricht ein Thema gehabt, das war die Reformation, dann ging es gleich in die Französische Revolution, vollkommen ausgeblendet der 30-jährige Krieg, der Westfälische Frieden, also die Grundlage unserer europäischen Verfassung eigentlich. Und letztendlich gab es dann noch ein Thema, das hieß Migration, also Hugenotten 1945, 2015, und da können Sie sich vorstellen, was dann gelehrt wird. Und wenn Schüler nicht mehr lernen, Geschichte ist nicht so wichtig, was Karl der Große gemacht hat, wichtig ist zu lernen, rein auch methodisch im Denken, dass eins aus dem anderen hervorgeht und Dinge gleichzeitig passieren, dann haben Sie in der Analyse der Gesellschaft keinen Kompass. Wir haben in der letzten Woche hier zwei Studentinnen bzw. zwei Abiturientinnen, eine Studentin gehabt, die also nach dem Abitur jetzt studiert, will selber Lehrerin werden, und die andere Abiturientin macht eine Ausbildung als Industriekauffrau. Da hatten wir das Thema, wie viel wert ist eigentlich das Abitur? Die kamen beide aus dem Land Brandenburg, also aus ihrem Bundesland, in dem sie ja auch leben. Ich habe dann aus meiner Zeit West-Berlin erzählt. Und das war schon damals so. Ich bin also auch, wir sind ja fast ein Jahrgang. Ja. Ich bin noch ein bisschen älter. Also in den 60er, 70er, 80er Jahren der Schulzeit, da war es in West-Berlin schon so, dass das Abitur aus West-Berlin wesentlich weniger wert war als das Abitur in Bayern. Und das ist ja heute auch noch so. Also Sachsen führt zwar an, aber Bayern liegt ja auch immer noch ganz weit oben bei diesem Ranking. Woran liegt das, dass es in Bayern ganz anders ist als zum Beispiel in Berlin? Also es ist noch leistungsorientierter. Also die große Frage ist, wie bewerte ich Leistung? Ist Leistung wichtig? Sind Teamarbeiten wichtig? Also die verteilte Verantwortungslosigkeit letztendlich? Oder ist es wichtig, ein Curriculum zu haben? Ist es wichtig, Chronologien zu kennen? Ist es richtig, Fakten zu kennen? Oder geht es eher darum, dass wir Kompetenzen entwickeln? Wir wissen zwar nichts, aber wir können ausgezeichnet darüber reden. Mhm. Also das ist die Frage, wo legt man eigentlich den Fokus drauf? Und ich bin zum Beispiel ein absoluter Verfechter dessen, dass das Leistungsprinzip wieder eine Rolle spielt, dass es vernünftige Curricula gibt und dass es Frontalunterricht gibt. Ja, die Abschaffung der Noten war zum Beispiel auch ein Thema. Ja. Ist immer wieder ein Thema. Wird jetzt gerade übrigens wieder diskutiert. Und deswegen frage ich mal, die Politik ist ja die eine Ebene. Das ist natürlich klar, da werden die Entscheidungen dann getroffen. Und Ländersache auf der einen Seite, aber dann gibt es natürlich auch nochmal übergeordnet den Bund mit dabei. Da will ich jetzt erstmal darauf hinaus. Was würden Sie denn von einem System halten, also alles gleich wie in der DDR? Also ein vorgegebenes, vom Bund vorgegebenes Schulsystem, die Rahmenlehrpläne, also so, dass es nur noch wenig Mitsprache der Länder geben würde. Wird wahrscheinlich nicht kommen, weil die Länder werden dann sehr laut werden. Aber es reden ja viele davon und sagen, das war doch in der DDR viel besser. Mit Ihrer Erfahrung, DDR, ist es denn viel besser gewesen? Also ich bin ein Verfechter des Föderalismus.
Also ich glaube, das ist auch so ein Seitenthema. Das ist gar nicht so wichtig, darüber zu reden, haben wir jetzt einen Rahmenlehrplan für alle Bundesländer oder macht jedes Bundesland seinen Lehrplan, seinen Rahmenlehrplan? Die Frage ist doch viel wichtiger, wie ist es aufgebaut, welcher Methodik gebe ich mich anheim? Und das hatte ich ja gerade benannt. Also mir ist das dann letztendlich nicht so wichtig, ob Akzente so oder so verschoben werden, sondern mir ist es eigentlich wichtig zu sagen, diese drei Punkte, Leistungsorientierung, klare Curricula, klare Chronologien, klarer Aufbau und vor allen Dingen Faktenwissen und nicht nur Kompetenzen und Frontalunterricht. Also und etwas zurücknehmen von diesen überbordenden Teamarbeiten, wo zwei arbeiten, zwei halten sich zurück und einer präsentiert das Ganze da. Das bringt nun wirklich niemand etwas. Wir brauchen wirklich leistungsbereite junge Leute und vielleicht dieses kleine Bonmot noch gesagt. Ich habe jetzt gehört, dass an einigen Universitäten sollen Politikwissenschaften ein NC, ein Numerus Clausus Fach sein. Und da kann ich nur sagen, ein Land, wo Politikwissenschaften ein NC-Fach sind, das ist wirtschaftlich am Ende. Und da schließt sich Teil B meiner Frage quasi an, nämlich läuft in Schulen oder Universitäten eventuell etwas schief? Und was läuft denn schief? Also mal abgesehen von der Politik, von den politischen Entscheidungen, dann auch nochmal vor Ort in Unis und Schulen. Also erstens müssen wir, glaube ich, Anreize schaffen und wesentlich stärker fördern die Ausbildung in den MINT- oder MINT-Fächern. Also Naturwissenschaften, Technik, Wirtschaft muss einen größeren Raum einnehmen. Die Geisteswissenschaften müssten wieder befreit werden von ihrem Abstieg in die Sozialwissenschaften. Sie müssten wirklich wieder Geisteswissenschaften sein und nicht Ideologieverbreitung. Das wäre auch wichtig, also nicht Gefühle haben über die Geschichte, sondern Geschichte kennen als Beispiel. Und das ist das, was sich verändern muss, auch an den Universitäten. Und ich glaube, dass wir auch Studienbeschränkungen brauchen und dass wir auch Beschränkungen beim Zugang zum Abitur benötigen. Das muss aber rein leistungsorientiert entschieden werden. Da kommen wir mal zurück zur Politik. Viele Menschen schieben ja all diese Probleme, die wir haben in Deutschland, also auch die Wirtschaft, nicht bis jetzt das Bildungsniveau, das sinkt, sondern auch das, was ich wirtschaftlich vorhin gesagt habe, mit den Insolvenzen, mit den Abwanderungen und so weiter oder überhaupt alles, was da noch dazugehört, also Kriminalitätsentwicklung, Terrorgefahr, innere Sicherheit, ja, schieben das der Politik zu. Nun muss man natürlich gucken, das sind Krisen und Kriege auf der ganzen Welt. Kann man da überhaupt die Politik für verantwortlich machen oder allein dafür verantwortlich machen? Können die überhaupt noch ordnen und regeln, die Menschen zum Beispiel im Bundestag oder in den Länderparlamenten? Na, das wäre erstmal ihr Job, nicht? Also es gibt keine Zeit in der Geschichte, wo keine Krisen, Kriege stattgefunden haben. Jede Generation musste sich mit der Welt auseinandersetzen, die sie vorgefunden hat. Die waren nicht immer günstig, die waren nicht immer toll. Wir haben jetzt eine Geschichte hinter uns, besonders nach der Wiedervereinigung, wo es auch boomte, wo es richtig nach vorn ging. Ja. Letztendlich der große Erfolg von Frau Merkel, den hat sie ja Herrn Schröder zu verdanken mit der Agenda damals 2010. Sie hat das dann verfrühstückt, das Ergebnis, aber das ist eine andere Frage. Also ich denke schon, ja, es ist die Aufgabe von Politik, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Also was Herr Habeck macht, dass er ganz gerne der oberste Wirtschafter dieses Landes sein will, dass er der oberste VEB-Direktor dieses Landes sein will, das halte ich für vollkommen verfehlt. Ich denke, Sie müssen vernünftige Rahmenbedingungen schaffen, ein vernünftiges Ordnungssystem, das tun Sie nicht. Und wenn Politik falsch fokussiert, falsche Ziele setzt, dann wird sie natürlich die Krisen für Deutschland nicht beherrschbar machen. Und das ist ihre Aufgabe. Ich denke schon, ja, wir haben ein Politikversagen, was daran liegt, dass es dass Politik zum Teil ideologisch definiert wird und ideologische Ziele hat und andere einfach mitmachen, aber es keine Kreativität gibt, neu zu denken. Sie haben eben, Frau Ebe, gesagt, volkseigene Betriebe der DDR. Also Habeck will DDR 2.0? Im gewissen Sinne schon. Also was er macht, ist ja, er will ja eine Klimaplanwirtschaft, wie ich das nenne, errichten. Das heißt, er will auf der einen Seite in die Angebotsfrage hinein und er möchte auf der anderen Seite auch die Nachfrageseite regeln. Also ich kann das an einem Beispiel machen. Denken wir mal an, er will die Grundstoffindustrie, also Stahl beispielsweise, Zement, grün machen. So, jetzt geht es darum, wenn man die deutsche Stahlindustrie umstellt auf grünen Stahl, ist das immens teuer. Der Stahl, der übrigens dann produziert wird, ist nicht weltmarktfähig von den Herstellungspreisen. Jetzt sagt Herr Habeck, ich will das aber, weil wir haben ja eine große Klimautopie. Und dafür bekommt ThyssenKrupp beispielsweise, wenn die das machen, 2,9 Milliarden Euro. So. Und diese Steuergelder natürlich. Steuergelder. Und man muss dann
Aber dann, wenn dieser Stahl produziert ist, ist er nicht verkäuflich auf dem Weltmarkt nicht. Also muss man Folgendes tun. Man muss dann die Differenz zwischen Herstellungskosten und Weltmarktpreisen durch Steuersubventionen schließen. Das heißt, es wird eine Subventionsveranstaltung ohne Ende. Und gleichzeitig will er auf der Nachfrageseite bestimmen, dass alle Institutionen des Staates, alle Gemeinden, Kommunen etc., alle, die beauftragen den Bau von Straßen, Brücken etc., dass sie dann grünen Zement und grünen Stahl kaufen. So, und dann haben wir ein geschlossenes planwirtschaftliches System. Das funktioniert nur nicht. Und inzwischen die neueste Nachricht der deutschen Stahlbranche ist, dass man sich überlegt, ja, will man das überhaupt umstellen? Sie brauchen den grünen Stahl, um das Vorprodukt, also den Eisenschwamm herzustellen. Im Ausland billiger hergestellt, also importieren wir nicht den Eisenschwamm und veredeln das. Das ist momentan die Diskussion in der Stahlindustrie und das ist eine der härtesten Kritiken an der Wirtschaftspolitik von Robert Habeck, nicht ausgesprochen, sondern im praktischen Umgang. Sie haben gerade eben gesagt, importieren wir, also Deutschland importiert. Deutschland war ja mal Exportweltmeister. Ja. Das scheint aber vorbei zu sein, das sagen auch immer mehr Wirtschaftsvertreter und immer deutlicher, immer lauter auch. Ja. Also die Kritik an der Wirtschaftspolitik der jetzigen Koalition aus SPD, den Grünen und der FDP, die ja eigentlich eine Wirtschaftspartei ist, das wird ja mal lauter. Sie sehen das beispielsweise, um das nur an einem Beispiel zu sagen, wenn Sie sich angucken, die Zahlen Importe aus China, Exporte nach China, hat sich das vollkommen verdreht. Wir importieren wesentlich mehr aus China, als wir nach China exportieren. Und da an diesem Beispiel können Sie das, und Sie können das Frankreich sich angucken, Sie können sich die USA angucken, das ist flächendeckend, diese Entwicklung. Es wird ja immer noch davon gesprochen, Deutschland ist ein wohlhabendes, ein reiches Land. Wie wohlhabend ist denn Deutschland eigentlich noch? Also Deutschland ist insofern reich, dass es ja fast 1 Billion Euro Einnahmen an Steuereinnahmen hat. Gleichzeitig erleben wir gerade den Haushaltsstreit. Das heißt, die Regierung kommt mit dem Geld nicht hin, was sie den Leuten übermäßig, das muss man auch sagen, übermäßig abnimmt. Also die Sozialquote und die Steuereinnahmen sind viel zu hoch im Grunde. Man braucht aber immer mehr Geld, weil man das Geld auch unsachgemäß ausgibt. Also als Beispiel, ich muss gar nicht über die Ukraine reden, es reicht, wenn ich über Fahrradwege in Peru rede oder wenn wir darüber reden, dass unser deutsches Gesundheitssystem immer mehr krachen geht. Gleichzeitig bezuschussen wir die Einführung einer gesetzlichen Krankenversicherung mit Millionenbeträgen in Tansania. So, da sehen Sie, wie das schief läuft, dieses ganze System. Und wir merken, dass die erneuerbaren Energien die Energiepreise nach oben treiben. Wir haben es in diesem Jahr gesehen, in der Mitte des Jahres waren die Rückstellungen für die erneuerbaren Energien aufgebraucht. Es mussten nochmal 8,9 Milliarden Euro nachgeschossen werden. Geplant waren ungefähr 10 Milliarden, geworden sind 20 Milliarden. Und daran sehen Sie, dass die Wirtschafts- und die Haushaltspolitik letztendlich unseriös ist, dass wir auf Schulden gehen. Die Schuldenbremse existiert im Grunde gar nicht mehr. Sie wird entkernt, sie wird umgangen durch alle möglichen Tricks. Und ich habe schon mal gesagt, also was die jetzt mit dem Haushalt machen, Hütchenspielerei wäre noch ein ehrbares Gewerbe. Denn es wird getrickst, getäuscht auf breiter Basis. Und deswegen wird der Wohlstand jetzt verfrühstückt. Und das Geld, was gebraucht wird, wird eigentlich den künftigen Generationen schon mal weggenommen, indem die Staatsverschuldung nach oben getrieben wird. Auf welche Szenarien müssen sich denn junge Menschen oder auch wir alle, aber besonders die jungen Menschen, weil die müssen ja noch eine Weile arbeiten, wenn sie denn arbeiten können, vor allen Dingen, wo sie arbeiten können, das wird sich ja auch noch entscheiden. Wahrscheinlich werden die nicht wie wir lange Jahre, Jahrzehnte den gleichen Job machen können. Ja, auf was müssen sich die Menschen einstellen in Deutschland? Wir erleben ja eine Sache gerade, und zwar wir haben einen hohen Zustrom an Leuten, die keinerlei Ausbildung haben, die auch hier nicht verwendbar sind in der Industrie letztendlich. Und auf der anderen Seite haben wir einen großen Weggang von hoch ausgebildeten Kräften. Ungefähr 200.000 war die letzte Zahl, die ich kenne im Jahr. Also im Grunde eine Stadt wie Potsdam, hoch ausgebildeter, hochqualifizierter, vor allen Dingen junger Menschen gehen weg, gehen ins Ausland. Das sollte uns zu denken geben. Und da muss man nicht über Fachkräftemangel philosophieren, wenn man das zulässt, wenn man die Standortbedingungen so
verschlechtert, dass es Leute wegtreibt. Ja, was man sollte sich auch nicht auf Szenarien einstellen. Das halte ich für den falschen Weg. Was wir schaffen müssen, ist politisch Bewegung wiederzubringen. Wir brauchen eine Politik, die der Entwicklung, Sie hatten eingangs von Krisen und Kriegen gesprochen, die die Entwicklung in der Welt richtig analysiert und die richtigen Schlüsse draus zieht. Die kann man aber nur draus ziehen, wenn der Kompass, den man hat, nicht ideologische Vorstellungen und Utopien sind, sondern wenn der Kompass nichts anderes ist als die Interessen dieses Landes. Die müssen definiert werden. Und wenn man das macht und wenn Politik das macht, dann wird es dem Land auch wieder besser gehen. Und ich kann nur sagen, es ist notwendig, sich nicht auf Szenarien einzustellen, sondern sich zu engagieren, dass Politik auch wieder in Bewegung kommt. Jetzt muss ich Sie fragen, das betrifft uns beide, sind wir die Babyboomer an allem schuld? Ich komme auf diese Frage, weil der aktuelle Spiegel im Grunde genau dieses Thema beleuchtet. Also der Spiegel fragt, an allem schuld, Fragezeichen, rudert dann aber auch schon so ein bisschen zurück, warum die geschmähte Generation, unsere Generation eben halt die Babyboomer, besser ist als ihr Ruf. Also Sie gehen nach vorne, Sie wissen aber natürlich, welche Leser Sie haben und deswegen gehen Sie natürlich dann auch wieder einen Schritt zurück. Ja, wie ist es? Sind wir schuld an allem? Naja, einer muss ja mal schuld sein, wenn der wahre Schuldige nicht schuld sein darf. So, dann sucht man ja mal Ersatzschuldige. Und ich halte nichts davon, immer Generationen für etwas verantwortlich zu machen. Generationen sind sehr vielgestaltig und was die Babyboomer betrifft, ist es so, dass sie gegenwärtig noch das Land am Laufen halten und dass sie in den letzten Jahren die größte Steuerlast getragen haben. Also der Wohlstand dieses Landes wurde natürlich von der Generation davor grundgelegt, aber das Land wurde weitergetrieben durch die Babyboomer. Das Problem beginnt, und da können die nichts dafür. Naja, an einem Punkt, vielleicht hätten sie mehr Kinder kriegen sollen. Okay, aber das ist auch der einzige Punkt, wo man einen Vorwurf machen kann. Aber wenn jetzt die Babyboomer in Rente gehen, dann kriegen wir ein riesiges Problem. Und wir haben, das wird ja nicht so oft gesagt, wir haben eine Nachhaltigkeitslücke von 17,6 Billionen Euro. Die fehlen an Rückstellungen. Nur um das mal als Zahl zu sagen, da geht man so mal drüber weg, das wird immer verdrängt, das Ganze. Und jetzt sollen die Babyboomer schuld sein, weil sie ihr ganzes Leben lang gearbeitet, eingezahlt haben und jetzt in Rente gehen. Das halte ich doch für etwas durchsichtig, die Argumentation. Nun haben wir ja vorhin schon über das Thema Fachkräftemangel gesprochen, eben auch noch mal ergänzend durch diese Babyboomer-Diskussion. Jetzt will man ja viele Fachkräfte anwerben, also von außen holen, hier reinholen, also Zuwanderung von Fachkräften. Jetzt ist natürlich für mich die Frage und für alle in der Wirtschaft, kommen denn die Fachkräfte wirklich? Also die Fachkräfte werden dann kommen, wenn man gute Standortbedingungen schafft. Die schafft man nicht. Wer soll in ein Land gehen, wo die Infrastruktur zusammenbricht, wo die innere Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, wo man keine Wohnung bekommt, weil der Wohnungsmarkt geradezu implodiert? Wer soll also, Frau Geiwitz schlägt jetzt schon allen vor, sie sollen es aufs Land ziehen, weil sie in der Stadt nicht mehr genügend bauen können. Das ist doch eine Bankrotterklärung einer Regierung letztendlich. So wird man keine Fachkräfte anziehen. Man wird sie auch nicht damit anziehen, dass man sagt, naja, wenn ihr kommt, dann kriegt ihr Steuervergünstigungen, was ja gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verstößt nebenbei. Die Schweiz, in die Schweiz gehen Fachkräfte und wenn die Leute dorthin gehen, müssen sie sogar noch was zahlen. Sie bekommen nichts, sie müssen etwas zahlen, weil sie ja nicht beteiligt waren am Aufbau der Infrastruktur. Aber da gehen Leute auch hin, das ist dann auch egal, weil wenn die Standortbedingungen stimmen, dann kommen Leute. Und wir haben so miese Standortbedingungen, die immer schlechter werden, dass auch immer weniger Fachkräfte kommen und Fachkräfte, ich sagte es eingangs, gehen. Da fragt man sich natürlich, was wird jetzt passieren bei diesen Wahlen? Wir hatten das auch schon als Thema. Also bei den Landtagswahlen in Thüringen und in Sachsen am 1. September und am 22. September, da können Sie mitwählen, nämlich im Land Brandenburg. Ich habe das Land Brandenburg natürlich jetzt viel bereist, weil ich ja auch für den Sender in Brandenburg arbeite, der hier zur Gott-Media-Gruppe gehört, und habe diverse Politikerinnen und Politiker getroffen. Von Sarah Wagenknecht über Annalena Baerbock bis hin Jan Redmann, der für die CDU antritt und Ministerpräsident werden will, und natürlich auch den jetzigen Ministerpräsidenten Dr. Dietmar Woidke. Dietmar Woidke gibt sich volksnah und ist auch unglaublich beliebt, was für die SPD aber nicht gilt.
Aber wenn man zum Beispiel Wahlveranstaltungen der SPD erlebt, in Brandenburg, ich habe es jetzt gerade auch in Teltow-Fleming erlebt, dann ist die SPD, ich sage jetzt mal dieses Wort, volksnah. Und tatsächlich bei den Menschen, auch bei den einfachen Menschen, also das, was die Sozialdemokraten ja eigentlich auch immer im Portfolio hatten. Buschkowski hat das mal ganz gut auch gesagt, der ehemalige Bürgermeister von Berlin-Neukölln. Kann es die SPD, wie vor 5 Jahren, denn schaffen, das Ganze wieder umzudrehen? Denn damals war es im Land Brandenburg auch so, da lag die AfD vorn und dann hat die SPD doch gesiegt und konnte diese Koalition, diese Kenia-Koalition aus SPD, CDU und den Grünen schmieden. Wird das diesmal funktionieren? Sie wissen sicher, dass ich keine Glaskugel habe, dass ich, dass alle Prognosen natürlich auf schwachen Füßen stehen. Ich denke aber, es wird nicht funktionieren. Sie haben in Brandenburg erstens die höchste Anzahl an erneuerbaren Energien. Es werden zum Beispiel Windräder durchgedrückt gegen den Widerstand von Anwohnern auch. Sie haben gleichzeitig die höchsten Energiekosten. Es wird eine falsche Wirtschaftspolitik sowohl in der Lausitz gemacht als auch mit dem PCK Schwedt, das immer noch irgendwie staatsabhängig ist, wo sich auch die großen Zukunftsvorstellungen, die man damals entwickelt hat, bis heute nicht zeigen, sagen wir es mal so vorsichtig. Und gleichzeitig ist ein hoher Druck an Migration auch da. Man merkt es auch an der polnischen Grenze. Das heißt, ich sehe die Stimmung in Brandenburg so, dass Leute Veränderungen haben wollen für sich zum Positiven. Sie sehen den Niedergang auch. Und die SPD ist beteiligt am Niedergang und sie hat eigentlich keine Konzepte. Aber 34 Jahre lang hat sie regiert und sogar mit 54%, die konnte sogar allein regieren. Ja, aber das ist ja kein guter Zustand. Also Demokratie lebt ja von Wechsel. Und ich denke, dass die SPD, indem sie es geschafft hat, bis zum letzten Schulviertner irgendwie die Position zu besetzen, um es mal ein wenig illustrativ zu machen, ist sie natürlich auch zwar erfahren im Umgang, im kommunikativen Umgang, aber die wirtschaftliche Performance, die politische Performance ist schlecht. Und sie ist schlecht, weil sie selbst keine Kreativität Trotz mehr besitzt. Tesla? Tesla will ja nun auch nicht weiter investieren. Also insofern, auch bei Tesla sehen wir inzwischen eine Zurückhaltung. Also insofern, nein, ich denke, dass die Bürger etwas, sie wollen eine Politik, die sagt, nicht mit Floskeln antwortet, sondern die Probleme anpackt. Die Probleme heißen Migration, die Probleme heißen Wirtschaft, die Probleme heißen Bildung, die Probleme heißen innere Sicherheit und Infrastruktur. So, und wenn diese 5 Probleme nicht angepackt werden, sondern ummäntelt werden, dann werden die Bürger sich das immer weniger gefallen lassen. Und dann kann es auch sein, dass sie sagen, ich finde diese Partei nicht gut, diese oder jene. Aber es muss was in Gang kommen und deswegen wähle ich das. Und das ist übrigens mehr als Protest. Das ist letztendlich eine Wahl, die sagt, entweder ihr bewegt euch, oder wir als Wähler verabschieden uns von euch. Also Sie meinen, die Menschen im Osten, also das gilt nicht nur für Brandenburg, sondern auch für Thüringen und für Sachsen, werden der AfD mindestens die Stimmen geben, die jetzt in den Umfragen da sind. Und das Gleiche gilt für BSW. Also ich gehe davon aus, na gut, nun kann noch 1, 2, 3% irgendwie es noch variieren. Das wird man mal sehen und man wird auch mal gucken, welche Medienkampagne noch laufen wird vorher. Das haben wir ja nun auch schon erlebt. Und bis heute, Sie haben Annalena Baerbock erwähnt, sie hat einen riesigen Visaskandal. Die Öffentlich-Rechtlichen schweigen diesen Skandal tot. Er wird nicht benannt. Und er ist aber wirklich hochfragwürdig, dieser Skandal. Und insofern wird nur noch selektiv berichtet oder werden Kampagnen gefahren. Ob da noch was kommt und ob das Auswirkungen hat, kann ich nicht sagen. Aber die Grundstimmung ist schon so, ja. Wir werden uns mit Sicherheit bald wieder unterhalten müssen. Herr Dr. May, herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Wir sind leider schon wieder am Ende. Eine halbe Stunde geht schnell vorbei, aber ich denke, wir haben eine ganze Menge abklopfen können. Das war meine Meinung. Ich bin Andreas Dorfmann. Egal, wo Sie uns sehen, ob in Baden-Württemberg, in Brandenburg, in Berlin, in Hamburg oder irgendwo auf der Welt, zum Beispiel nicht nur im Fernsehen, sondern via YouTube. Schön, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Sie wissen ja, man sieht sich.